meinst jetzt sicher, ob es sich abknallt? Wäre natürlich Schwachsinn, nachdem er gerade zum Präsidenten geworden ist, aber... Ich habe auf dich gewartet. Lou? Tod. Das Ärmste hat nie wirklich gelebt. Zumindest nicht in dieser Welt. Der Ausmusterungsbefehl ist da. Es könnte nekrotisieren. Der Körper kann nicht hier bleiben. Ich dachte, vielleicht willst du das übernehmen. Du könntest Lou mal aus der Kapsel nehmen und sehen, was passiert. Aber das wäre ein direkter Verstoß gegen eine Präsidentenverordnung. Und da wir nun eine richtige Nation sind, gibt es dafür auch Gesetze. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen. Aber den Präsidenten kann ich nicht hintergehen. Das kann ich einfach nicht. Ich nicht. Okay. Ich gehe zum Verbrennungsofen. Bevor du gehst, würde ich gerne kurz etwas überprüfen. Ich habe gerade deine Handschellen deaktiviert. In diesem Zustand könntest du sie problemlos abnehmen. Würdest du das tun, wüssten die OCA weder, wo du wärst, noch wie sie dich finden. Du wärst unsichtbar. Benutzt du den Verbrennungsofen, wirst du automatisch wieder ans Netzwerk angeschlossen. Das vergisst du hoffentlich nicht. Klar, natürlich. Wie ist das Wetter? Ich glaube, du brauchst keinen Regenschirm. Ich trete nun doch in die Fußstapfen meines Vaters. Keine Sorge, dieses Mal lasse ich mich nicht mit Terroristen ein. Die OCA stehen hinter mir. Wir sind der erste staatlich anerkannte private Lieferdienst. Klingt, als ob es für dich aufwärts geht. Mein Glückwunsch. Danke. Warte, ich muss dir noch etwas sagen. Ich habe Hicks nicht erschossen. Ich konnte es einfach nicht. Also durfte er wählen. Tod oder ewige Einsamkeit am Strand. Verständlich. Du hast nie gerne Dinge kaputt gemacht. Genau. Ich finde kaputte Dinge und verbinde sie neu. Ich bin fragile. Aber ich will nicht so vergehen. Willst du für mich arbeiten? Ein wie dich könnte ich gebrauchen. Die Welt ist immer noch kaputt. Genauso wie zuvor. Alles ist kaputt. Aber wir sind noch hier. Wir schlagen uns weiter durch. Nicht alle. Ich nicht. Komm schon. Du hast Amerika wieder vereint, nicht wahr? Heißt nicht, dass hier ein Platz für mich ist. Ich bin an nichts und niemanden gebunden. Ich könnte auch tot sein.
So fühlte ich mich damals in der Höhle, als wir uns begegnet sind. Und so ist das noch heute. Tu nicht so, als wärst du noch derselbe. Du hast das Berühren gelernt, das Fühlen. Du hast Bindungen aufgebaut. Zu uns. Alles, was ich berühre, verliere ich. Sam! Episode 14. Lou. Okay. Jetzt mal ernsthaft. Wo muss ich hin? Oh, ich habe wieder keine Karte. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, jetzt mal ernsthaft. Du baust das ganze Spiel über die Bindungen auf, nur dass mir so am Ende dann trotzdem wieder rumheult. Ich bin mal ruhig, bis mal beim Lied rum ist.
Bist du noch bei mir, Lou? Das Ärmste hat nie wirklich gelebt. Zumindest nicht in dieser Welt. Danke für alles. Dieses Kind ist besonders. Einzigartig. Ein Bibi-Kandidat. Entweder das oder... ein Opfer. Ein Fundament. Eine Brücke. Sieh mal einen Astronaut. Die Menschheit kommt überall hin. Sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und wenn alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst. Kann ich helfen? Du Scheiße. John, bist du das? Captain, was tust du denn hier? Meine Frau liegt hier. Letztes Jahr soll sich nicht wiederholen. Der leere Sturz in Manhattan. So leid. Ich wusste nicht, dass du ihr Mann bist. So war das nicht vereinbart. Ihr sagtet, ihr würdet alles tun, was in eurer Macht steht, um Bibi zu retten. Das tun wir. Aber wir können deinen Sohn noch nicht entlassen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Ich habe die Pflicht, unser Land zu beschützen. Lügen sind eine bedauerliche Notwendigkeit. Die Präsidentin hat mir Zugriffsrechte der höchsten Stufe gewährt. Deshalb konnte ich das Sicherheitssystem manipulieren. Wir haben 5 Minuten, ehe es neu startet. 5 Minuten, um zu reden. Vertraulich. Schnapp dir Bibi und verschwinde von hier. Ich kann absolut nichts für deine Frau tun. Es tut mir leid. Du warst mein befehlshabender Offizier, aber ich habe der Präsidentin einen Eid geschworen, sie und das Land um jeden Preis zu beschützen. Deshalb muss ich allen ihren Befehlen Folge leisten. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir, wenn die dich erwischen? Weil du mir das Leben gerettet hast, Mann. Immer wieder. Als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat. Damals hielt ich mich für unbesiegbar. Ich dachte, ich wäre eine Art Actionheld. Aber ich bin nicht der Held. Du bist es. Nur deinetwegen bin ich noch am Leben. Und es ist höchste Zeit, die Schuld zu begleichen. Sieh
Sie verlegen deinen Sohn morgen in eine neue Einrichtung. Du wirst ihn nie wiedersehen. Er wird das Fundament eines neuen Kommunikationsnetzes. Ein Opfer für eine Nation, die nicht mehr existiert. Ich habe dir alles Wichtige aufgeschrieben. Es durfte nicht im System auftauchen. Lies es und verbrenn es. Alles andere liegt bei dir. Die gehört dir. Von hier aus kann ich die Lebenserhaltung deiner Frau nicht abschalten. Das System verhindert das. Also ist das die einzige Option. Beim Eintritt des Todes geht ein Alarm los. Ich spiele dem System falsche Lebenszeichen zu. Aber du hast nicht viel Zeit. 5 Minuten höchstens. Zögere auf keinen Fall. Du hast nur diese eine Chance. Es tut mir leid, Lisa. Keine Sorge. Ich passe auf ihn auf. Ich verspreche es dir. Versprochen. Baby. Baby, hörst du mich? Hörst du mich? Hier ist Papa.
schon hart, ey. Ist da ein Kronleuchter in der Mitte? Kremieren. Ich habe deine Handschellen deaktiviert. Jetzt würde dich nichts daran hindern, sie abzunehmen. Die UCA würden nicht wissen, wo du bist oder wie sie dich finden. Du wärst unsichtbar. Benutzt du den Verbrennungsofen, wirst du automatisch wieder ans Netzwerk angeschlossen. Du könntest Lou aus der Kapsel nehmen, um zu sehen, was passiert. Aber das wäre ein direkter Verstoß gegen eine Präsidentenverfügung. Der nimmt noch nichts raus. Ein Zweck, den es außerhalb der Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Hä, was? Okay, so steht scheinbar die Zeit still. Finde ich jetzt raus, ob der eine dann verraten hat. Oh scheiße, ich dachte schon, ich bug fest. Da kommen drei Einheiten. Da hinten ist was Rotes. Okay, da hinten darf ich nicht weiter. Oder ist das das, wo der Cliff steht? Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll, außer rumfliegen. Ach, du nimmst immer so, wenn du gegen alles knallst. Hä? Oh.
Weiter damit! Fallen lassen! Zurück! Zurück! Hol ihn dir! Sofort aufhören! Ich regle das. Tut mir leid, Captain. Nicht! Verstanden? Ihr auch! Bleibt dort! Und nicht schießen! Seite, Sir, sonst müssen wir das Feuer eröffnen. Das ist eine Sackgasse. Er sitzt in der Falle. Das Sicherheitspersonal übernimmt. Es tut mir leid, Lisa. Ich hab's vergeigt. Ich hab alles vermasselt. Keiner betritt diesen Raum. Keiner geht rein. Mr. Green, Sir. Ich hab ihn gesehen. Du irrst dich. Seht da hinten nach. Los. Ja, Sir. Nein, Tür öffnen. Er ist da drin. Los, du Schwachkopf! Bibi. Keine Angst. Ist okay. Ich werde immer bei dir sein. Schlafe ein sacht. Bald kommt die Nacht. Vater hält Wacht. Bis der Tag wieder lacht. Ich halt dich fest, baue dir ein Nest. Halt meine Liebe.
als ich erfahren habe, dass ich Vater werde, hatte ich große Angst. Davor, was das bedeutet. Ich musste für dich da sein, für deine Mutter. Jederzeit. Ich konnte nicht mehr losziehen und mein Leben riskieren. Und euch alleine lassen. Ich konnte nicht. Weg von ihm! Sofort! Ich lag vollkommen falsch. Vollkommen. Vater zu sein, machte mir keine Angst. Es machte mich tapfer. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Captain. Meine Güte. Mach nicht denselben Fehler. Sei du selbst. Sei frei. Oh mein Gott. Captain. Ich bitte dich. Einfach hergeben. Erschieß ihn, John. Lass es los. Bitte. Erschieß ihn. Das war ein Befehl. Erschieß ihn. Man sagte mir, dein Name sei Sam Porter. Aber du heißt Sam Bridges. Mein Sohn. Meine Brücke zur Zukunft. Ohne dich wäre ich nur irgendein Cliff. In der Sackgasse. Keinerlei Zukunft. Nichts. Als ein Hindernis. Dass die Welt nur beobachtet, die Leute wie du zu bauen versuchten. Menschen zu trennen, war das Einzige, worin ich je gut war. Du bringst Menschen zusammen. Du bist ihre Brücke zur Zukunft. Und meine. Komm schon, Sam. Steh auf. Ah.
Nicht auch Bibi. Oh nein. Nein, 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 nein. 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 Bist du ja. Willst du nach Hause? Gehen wir nach Hause. Alles gut. Ich kenne den Weg. Seine Tage als Bibi vorbei sind. Er hat keine Verbindung mehr zur anderen Seite. Ich habe die Nabelschnur durchtrennt. Also ja. Ein unsterblicher Wiederkehrer in der Welt der Lebenden. Mustern wir ihn aus?
So könnte man es auch nennen. Nimm ihn aus der Kapsel. Er ist jetzt mein Sohn. Jetzt sind wir aber durch. Okay, das heißt, er hat, indem er sich mit Lou verbunden hat, nicht Lou's Erinnerungen gesehen, sondern seine fucking eigenen. Und der verdammte Clifford Unger, Alter, war die ganze Zeit sein verdammter Vater. Scheiße, Mann. Boah, was will ich jetzt dazu noch sagen? Es ist schon eine verdammt geile Story. Auch wenn ich zugeben muss, dass das Ende... Da war der Fight mit dem Hicks. Ein geilerer Endkampf wie jetzt das am Schluss. Mit dem riesigen Monster und dann das Ding und dann der Kampf nochmal gegen ihn und am Schluss dann der Boxfight und sowas. Ich finde, das hätte der Endkampf sein müssen. Aber... Kann man ja denken, wie man will. Es ist halt echt ein Spiel, das die Gemüter spaltet. Aber so richtig. Und... Ja.
kann ich verstehen. Ich meine, mir hat das Gameplay nicht so zugesagt. Aber die Story ist halt schon sehr geil. Auch wenn ein paar Sachen ein bisschen... Yeah. Vor allem fand ich am Schluss, der hat ein bisschen zu viel erklärt, finde ich. Ich meine, es ist halt so in Richtung so, das ganze Spiel über bleibt alles ein bisschen so im Geheimen, im Rätselhaften. Man muss sich ausdenken, was abgeht. Und am Schluss kommt halt im Prinzip der Erklärbär, der Morgan Freeman, und erzählt einem alles. Von 0 bis 100. Morgan Freeman ist South Park-Referenz, falls das jemand nicht wissen sollte. In South Park taucht er immer auf und erklärt immer, was gerade abgeht. Und das war halt hier genauso. Man endet das Ganze. Eigentlich beendet man das Ganze mit einer Umarmung, was auch schon wieder ein bisschen so... Okay. Und ja, dann läuft man rum und bekommt halt alles brühwarm erzählt. Nichts selber rausfinden, nichts machen, sondern nein, man bekommt jetzt alles erzählt. Ist natürlich schön, dass alles einigermaßen aufgelöst wird, aber okay. Ja, ich bin einerseits froh, dass ich es durchgespielt habe. Aber einerseits denke ich mir, kümmere dich bitte das nächste Mal mehr ums Gameplay, Kojima, ja? Oder mach's spannender. Was mir halt wirklich gefehlt hat, ist halt die Interaktion mit den NPCs. Du hast halt einfach keine Karte. Bis auf die Fragile und so hast du halt eigentlich niemanden getroffen. Und dann auch nur in Sequenzen fertig. Deswegen ist es für mich ein 50-50-Spiel. Es gefällt mir zu 50% und zu 50% viel Scheiße. Wenn die geile Story nicht wäre, hätte ich es niemals durchgespielt. Was hat Insomniac Games damit zu tun? Egal. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Es ist, ja, ich habe ein paar Pausen mit drin gehabt, aber ich habe mir auch selber zu viel aufgeheizt zu dem Zeitpunkt. Und ich bin froh, dass ich es zu Ende gespielt habe. Ich würde fast sagen, jeder, der wo sich nicht sicher ist, ob ihm das Gameplay zusagt, sollte vielleicht die Finger davon lassen. Außer er kann sich da halt wirklich drauf einlassen. Man muss sich halt drauf einlassen können. Ich würde echt sagen, dass viele Spieler gab, die wo sich das gekauft haben und dann gedacht haben, wow, nee, spiele ich nicht weiter. Genauso viele gab es wahrscheinlich auch, die wo sich unsicher waren, nehme ich's nicht, haben sich dann geholt und fanden es halt einfach geil. Es ist halt echt selten so ein Spiel, wo sich die Geister scheiden. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein eigenes Genre ist, wie er groß angekündigt hatte. Es ist halt, ja... Es ist halt ein Action-Adventure, oder? Ein Adventure oder sowas, irgendwas in der Richtung. Action muss man nicht unbedingt machen, kann man machen. Was ich ein paar Mal gemacht habe, mit... durch die Gegnergebiete rasen. Oder Gegnerlager komplett ausradieren, oder... an GDs einfach vorbei rasen, oder gegen die Bosse zu kämpfen und so. Aber mehr ist es da auch nicht. Aber gut, was bleibt mir noch zu sagen? Ich lasse jetzt die Credits wie immer ablaufen. Bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in einem anderen Let's Play. In einem wahrscheinlich eher normalen. Deswegen nochmal danke, macht's gut und bis zum anderen Mal. Servus. Will become of us now at the end of time. We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sun, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we bought. What will become of us all at the end of love? When we stopped looking up, you can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together. Stay.
of his own at the end of the line.